Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir spielen heute Grounded, beziehungsweise ich möchte euch das Spiel ein kleines bisschen vorstellen. Das Spiel ist zwar relativ neu, aber auch nicht mehr das neueste und wir sind hier gerade im Startbildschirm. Und wie ihr seht, hier steht noch, dieses Spiel ist noch in der Entwicklung, bestimmte Plattformfunktionen und das Spiel selbst funktionieren möglicherweise noch nicht richtig und könnten abstürzen. Also ganz ehrlich, ich finde, inzwischen müsste das behoben sein und soweit stabil laufen, dass ihr so etwas hier nicht mehr schreiben müsst. Also für mich ist das ein bisschen die Unsicherheit der Hersteller. Und jetzt wollen wir doch mal reingehen. Ja, ich müsste also als erstes erstmal die Xbox Live-Anmeldung machen. Ich bin PC-Spieler und ich habe zurzeit noch keinen Xbox Pass oder ja, Xbox Pass nennt sich das. Und dementsprechend gehen wir hier auf Abbrechen. Ist also trotzdem möglich, wir können es auf jeden Fall spielen. Also mehr Spieler fällt natürlich jetzt erstmal für mich aus, ist aber auch nicht so schlimm. Hab gerade eh keine Mitspieler und dementsprechend sehen wir hier oben rechts Offline-User. Gut, dann gehen wir erstmal in den Einzelspieler. Da ich heute hier die erste Folge mit euch machen möchte, mache ich natürlich ein neues Spiel. Ich hatte mal reingeguckt und dementsprechend, ich weiß zwar nicht wirklich viel, aber ich hatte halt reingeguckt. So, auf jeden Fall haben wir hier den Modusauswahl. Modus steht automatisch auf Mittel. Wir könnten natürlich noch andere nehmen. Ich denke mal, das lassen wir erstmal sein. Dann haben wir die Teenwahl, also die Kinderwahl. Da hätten wir den Max, Willow, Pete und Hobbs. Und die stellen sich auch ein kleines bisschen vor. Also jetzt dann erstmal der Max. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Dann die Willow. Hey, I'm Willow. Willow Branch. My name's Peter. My friends call me Pete. Und zum Schluss noch die Hobbs. Okay. Jo. Okay, bis auf Max haben sie alle nicht viel zu sagen. Auch okay, kriegen wir hin. Dann gehen wir erstmal wieder auf... Moment, gehen wir auf zurück? Oh, wir gehen mal auf zurück. Nein! So war das jetzt nicht gedacht. Nein, 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 nein. Die Optionen wollte ich doch mit euch noch gucken. Also in den Optionen hätten wir erstmal, also nicht allzu viel, wie ihr seht. Das wäre einmal die Sprache natürlich. Dann Autosicherungsintervall, ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Automatische Speicherstände, das mit rein sollte eigentlich auch okay sein. Tutorial, ja, das lassen wir einfach mal an. Weil ich denke mal, das kann ich ganz gut gebrauchen. Und jeder andere wahrscheinlich auch. Dann ist das hier unsere Grafikeinstellung, die Tastatur, da gibt es nicht allzu viel zu gucken. Und ja, wie gesagt, ist PC, bei Konsole sieht das natürlich dann dementsprechend anders aus, ist ganz klar. So, da haben wir dann auch die Konsolentasten. Okay. Dann die Audioeinstellung, ich lasse das hier auch mal so, wie es ursprünglich gewesen ist. Bedienhilfen, ich denke mal, das lassen wir soweit. Was haben wir hier? Nö, da machen wir jetzt gar nichts weiter. Gut, dann gehen wir erstmal wieder auf Schließen. Jetzt den Einzelspieler. Neues Spiel natürlich. Und mit wem spielen wir? Mal gucken. Ich würde sagen, eigentlich ist es völlig egal. Ich spiele momentan auch Long Dark. Da spiele ich momentan auch eine weibliche Figur, weil das Spiel es so hergibt. Und ja, weiß ich nicht. Pete? Nehmen wir den Pete. Ja. My name's Peter. My friends call me Pete. Mal gucken, ob die irgendwelche Vorteile haben, aber ich denke mal nicht. So, ich möchte mein Let's Play bzw. Gameplay auf ca. 15 Minuten bis 20 Minuten beschränken. Und ich denke mal, das ist auch für die Guckbarkeit viel besser für euch. Und dementsprechend starten wir jetzt hier. Okay. Gut. Oh, Pete. Oh, looks like you really stepped in it this time. Just where in the world are you? Hello? Hello? All right, Pete. Remember your scout training. Step one, get your bearings.
Ja, wie ihr gemerkt habt, ich lese also nicht vor. Es wird sicherlich einige geben, die hören lieber zu. Und diejenigen, die nicht zuhören wollen, die müssten dann selber lesen, weil ich möchte nicht diejenigen, die zuhören wollen, dabei stören. Und dementsprechend bin ich dann einfach in der Zeit ruhig. Okay, wir können jetzt schon mal springen. Das hier sieht ziemlich lustig aus, also irgendwie, als ob wir hier aus der Form gesprungen sind, aber ja, ist noch nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall sind wir hier irgendwie unter der Erde, in der Erde, mit so einem, ja, mit so einem kleinen Köfferchen. Und wir werden uns jetzt hier einfach mal ein bisschen rausbewegen oder weiter und schauen uns mal ein bisschen um. Ja. Ja, was ich ziemlich schade finde, ist, dass das Ganze auf Xbox und Microsoft beschränkt ist. Also die PlayStation-Spieler sind leider total im Nachteil. Oh, was haben wir da? Yay! Baseball. Size of that chunky Chubbs League-approved baseball. It's the size of Komm mal my da hoch. dang house. Ich komme da nicht hoch, oder? Wieder hoch. Mal gucken. Können wir das hier mit? Das können wir erstmal aufheben, oder? Achso, mit E schnappen. Na, dann machen wir das. Oder hoch? Ja. Wofür das jetzt so gut ist, das weiß ich noch nicht so genau, aber das finden wir auch gleich noch raus. Aber was wir haben, das haben wir. So. Okay. Sehr schön. Was haben wir denn da? Okay, da wird uns irgendwas angezeigt, allerdings in Zentimeter. Na gut, im Meter wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. Nicht so dramatisch bewegt sich irgendwas. Gehe dem Signal bis zu seiner Quelle nach. Okay, machen wir das. Würde ich sagen. Aber erstmal kurz hier ein bisschen umgucken. Kein Plätschern, gar nichts. Ja, was ich damit sagen will, ich finde das ziemlich schade. Denn selbst Linux-Spieler oder ähnliches, also Unix und Mac-Spieler mit einer virtuellen Microsoft-Maschine aufgesetzt, werden das auf jeden Fall ausspielen können. Gehe ich mal stark von aus. Und wer Steam hat, auf jeden Fall dann scheinbar auch. Okay, Forschungsstation. Na dann. Seltsames Signal. Was können wir denn hier machen? Analysieren. Well, logic dictates that there are Wir haben nur probably more das of these hier. Stations around. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Or some. Science! Jo! Pure Wissenschaft. Pflanzenleuchte, Werkbank und Saftleuchte. Was auch immer. Was bedeutet das hier? Okay, also scheinbar haben wir noch für zwei weitere Analysen Energie. Na dann. Erstmal wieder raus hier. Da haben wir noch was. Das nehmen wir mal mit. Und das auch analysieren. Nö. Ungültiges Objekt. Okay, die können wir also nicht analysieren. Naja, Packungsbeilage und so. Ich denke mal, das ist okay. Wo sollen wir denn jetzt hin? Haben wir eigentlich irgendwas, eine Anzeige? Aufgaben da. Untersuche deine Umgebung. Okay. Wo bist du? Wie bist du hierher gekommen? Du scheinst in jemandem des Gartens zu sein. Okay. Finde mehr Hinweise. Ja, okay.
Welche Hinweise soll ich denn suchen? Ah, was ist das? Ein Stein. Das kann ich auch aufheben. Aha. Da brauchen wir eine Axt für. Ein Hackwerkzeug zumindest. Was kann ich jetzt damit? Oh. Moment, kann ich das nicht aufwerfen? Na gut, wir lassen das erstmal. Weiter geht's. Und lasst uns mal schauen. Ist das irgendwas? Nein. Das kann ich auch aufheben. Sehr schön. Faserverband. Aha. Können wir auch mitnehmen. Okay, was sagt er uns genau? Ein Brechwerkzeug. Aha. Das nehmen wir auch mit. Mysteriöse Maschine. Mhm. It's probably the size of a bathroom scale? Tja. Nur was ist das genau? Lass uns mal reingehen. Schick. Ein bisschen in der Elektronik herumlaufen. Auch schön. Gut. Ups. Was haben wir hier? Okay, das erklärt sich jetzt nicht unbedingt. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir da? Was ist denn das? Soll das eine Fliege sein? Ja, eine Fliege. In der Tat, die können wir aber nicht mitnehmen. Jui. Okay. Ja. Was haben wir hier? Ah, ja. Ui. Velocity killed the tiny feet. Huh. Well, looks like this thing hooks up with those lasers. I don't think that worked properly. Okay, was ist das? Seems like the machine needs all three lasers to function. Maybe there's a way to fix them? Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, ist unsere momentane Aufgabe, die Laser in Ordnung zu bringen. Und ich denke, das funktioniert momentan nicht auf die Schnelle. Was? Ah, ja. Das Blatt. Wie kriegen wir das Blatt in Ordnung? Gut, ja. Also eine Axt herstellen, denke ich mal, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und hier haben wir einen, der ist nicht ganz in Ordnung. Da laufen wir noch mal schnell hin. Oh. Scheint mir aber weit weg zu sein. Etwas Essbares und ist es. Aha. Haben wir doch. Hm. Jetzt machen wir erstmal das eine hier. Wir gehen zu dem Laser. Denn wenn der am Blinken ist, das muss ja... Oh, was ist das? Ah. Das Kabel ist hier am Britzeln. Und das sind... Was sind das? Samtmilbe. Ich verhauen war. Oh ja. Halt mal die ein. Ja. Und. Funktioniert gut mit dem Stein. Ich soll auf jeden Fall nach da hinten. Was haben wir da? Wasser. Sehr gut. Okay, die Tautropfen hier können wir also auf jeden Fall auch trinken. Und können wir auch mitnehmen.
Moment. Der Laser blinkt noch immer. Okay. Sind da noch mehr? In der Tat, da ist noch einer. Ups. Au! Hey! Blöder Käfer! Boah! Komm schon! Gibt's ja wohl nicht. Greift er uns tatsächlich an? Achso, ja, ich hätte auch blockieren können. Toll. Gut zu wissen. Ja, ich brauche eine Fackel. Okay. Vielleicht ist das ja auch der letzte. Und, So, dulle Dunkel jetzt. Moment, den hauen wir noch. Ah. Ja. Gucken, vielleicht ist das der letzte gewesen, dass er jetzt geht. Wenn nicht, ich denke mal, eine Fackel bauen, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Und, nee, blinkt immer noch. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir bauen uns das nächste Mal eine Fackel und eine Axt oder zumindest ein Hackwerkzeug. Ah, nein. Und machen dann hier an der Stelle weiter. Blöder Käfer. Nein, noch einer. Okay, gut, die machen wir noch. Komm her, du. Nein. Ja, was jetzt? Komm. Also. Okay, gut. Also, ich würde sagen, in diesem Sinne, nehmt noch ein Abo mit, wenn es euch gefallen hat. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Käfer verhauen, Fackel, ja, besorgen, bauen und auch ein Hackwerkzeug. Schreibt mir die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Oder schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.